Ein wunderschönes Hallo. Heute zum ersten Kanalvideo von uns, und zwar Wohnmobil, Wetter und Reisen. Warum Wohnmobil, Wetter und Reisen? Hat folgenden Hintergrund. Zu einem, wir haben uns einen neuen Mobilwetter, eine Kajacht zugelegt, und finden sehr wenig Erklärungsvideos oder Tipps und Tricks zu Mobilwetter allgemein im Netz. Zum zweiten Reisen. Wir sind sehr lange unterwegs schon mit Wohnmobil. Das ist unser viertes Wohnmobil, und wir wollen gern unsere Erfahrung, Stellplätze und Freistehen mit rüberbringen an alle mitreisenden Gemeinde, damit sich jeder von uns auch mal ein Bild machen kann, beziehungsweise für sich selber auch Ideen finden kann zu Stellplätzen, freien Stehen, Campingplätzen und so weiter. Wir machen keine Beurteilungen von Stellplätzen, wir machen keine Werteinschätzung von Stellplätzen oder Campingplätzen allgemein. Das liegt uns fern, das ist rein eindeutig eine Geschmackssache für jeden Einzelnen. Wir geben nur unsere Erfahrung, unsere Tipps und Tricks hier weiter. Zum anderen nochmal zum Reisemobil an sich allgemein. Wir werden auch mal unsere Kajacht vorstellen, im Detail ausführlich. Wir haben einige Umbaumaßnahmen vorgenommen, die jetzt weitestgehend abgeschlossen sind. Und da werden wir auch mal speziell Sachen vorstellen, wie die Gasanlage, Fahrwerk, das Ganze, was jetzt Strom betrifft. Energie ist ja ein wichtiger Punkt, und natürlich Wasser ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, da nehmen wir euch mit, gerne auf die Reise. Ihr könnt euch das gerne beurteilen und anschauen. Und wem das natürlich gefällt, wir werden verschiedene Videos einsetzen in einem Zyklus von ca. einer Woche, 14 Tage. Und das kann sich dann jeder hier im Kanal anschauen und natürlich positiv bewerten. Das ist hier unsere Kajacht 89, ein kleiner Eindruck. Ein voll integriertes Reisemobil mit einer Länge von 7,40 Meter. Mit einer Höhe von knapp 3 Meter, um genau zu sagen 2,98 Meter. Mit einer großen Garage, beidseits zu begehen, mit schönen großen Garagentüren, verschiedenen Außenanschlüsse, auf die wir näher noch mal eingehen, deren Bedeutung und so weiter, und natürlich entsprechende schöne große Außenspiegel für den vollintegrierten. Das Gasfach mit dem Gastankflaschen. Hier oben haben wir den Betankungsstützen für die davor gesehenen Betankung an den LPG-Gastankstellen. Ein Anschluss für einen Gasaußengrill. Näheres zu dieser Anlage werden wir natürlich in den folgenden Wochen nochmal mitbringen. Daneben haben wir uns eine Außensteckdose für unsere mobile Solaranlage anbringen lassen, die wir hier anstecken können. Zusätzlich zu unserer verbauten Solaranlage 400 WB auf dem Dach kann man hier diese anstecken. Dann eine Doppelverriegelung der Außensicherheitstür. Hier auf dieser Seite wiederum verschiedene Staufächer und die große Garagenklappe auf der anderen Seite. Was hat uns bewegt, dieses
Wohnmobil zu kaufen, dieses Reisemobil zu kaufen. Ganz einfach, wir haben viele Jahre gesucht, um ein entsprechendes Reisemobil zu finden und sind nach und nach abgegangen, weil wir vorher Alkoven hatten, dass wir in den Bereich der Vollintegrierten einsteigen, um mehr das Raumgefühl für uns persönlich zu gewinnen. Wie wir jetzt sehen, haben wir die Möglichkeit auch mitgenutzt, ein wenig in die Länge zu gehen und damit mehr Zuladungen und mehr Freiraum im Gewicht für uns persönlich zu haben. Wie man im Hintergrund sehen kann, hier sind in diesem Wohnmobil diese Seitenrahmenfenster verbaut worden, was für uns persönlich einen hohen Mehrwert dargibt für die Verschließung, Einbruchssicherheit und natürlich die Wärmedämmung, Wärmeisolierung. Jetzt befinden wir uns im Inneren unserer Kajacht, hier das Seriencockpit von Fiat Ducato. Eingebaut haben wir zusätzlich ein digitales Radio, einen Subwoofer. Hier sehen wir unsere Zweikreis-Luftfederung für die Hinterachse, ein Radio-Navigationssystem, wo wir später nochmal drauf eingehen werden, weil wir viele verschiedene Navigationsgeräte verwenden. Die Außenkamera bzw. Rückfahrkamera ist hier mit einem separaten Schalter getrennt. Das Radio wird bei uns nochmal separat mit einem Schalter ein- und ausgeschalten, weil wir alles auf diese Bordbatterie geklemmt haben. Hier sehen wir die schwenkbaren Sitze in unserer Kajacht mit dem hellen Leder. Dann haben wir hier die Beleuchtung im Eingangsbereich, sehr dekorativ mit dem Blaulicht. Die LED-Beleuchtung führt sich fort hier an den Seiten von Küche, Bad, Kühlschrank. Der Küchenbereich, wie man sieht, verschiedene LED-Einarbeitungen, sehr schön an den Seiten und unten drunter. Serienmäßig auch bei Mobilwetter, wie man hier sehen können, die eingebaute Dunstabzugshaube im Küchenbereich. Jetzt befinden wir uns in der Nasszelle. Wir haben ja in der Kajacht ein Raumbad über die gesamte Fahrzeugbreite. Hier der linke Teil, wo sich die Dusche befindet, die Nasszelle befindet, sehr schön mit LED eingearbeitet und ein Dunstabzug in der Decke. Jetzt befinden wir uns auf der rechten Seite des Raumbades. Hier sehen wir den Toilettenraum mit einem separaten Spiegel an der linken Seite. Nochmal zu diesem Spiegel, den haben wir uns extra anbringen lassen, weil wir persönlich Probleme haben mit diesem Eckspiegel beim Frisieren und Haare kämmen, der hier an sich verbaut ist. Hier sehen wir schön das Fenster, wo wir auch darauf Wert gelegt haben, dass wir im Toilettenbereich ein Außenfenster haben und nicht nur eine Deckenbelüftung mit Ventilator. Hier das schöne Waschbecken, eingearbeitet mit Seifenspender, Zahnputz, Becher und der Toilettenschüssel mit Wasserspülung und der dazugehörigen Toiletten. Bürste mit Halterung. Anschließend zu diesem Raumbad folgt hier der Schlafbereich. Wir sehen hier das motorisierte, höhenverstellbare Queensbett. Rechts und links sehen wir die komfortable Nachtbeleuchtung im Blau.
Hier ist nochmal zu erwähnen, dass wir hier speziell uns eine Matratze haben angefertigt von Schlaraffia, die unseren Matratzen im Bett zu Hause genau ähnlich sind. Somit erhöht sich natürlich auch ungemein der Schlafkomfort im Bereich des Queensbettes. Näheres dazu natürlich auf Anfrage oder wir machen nochmal speziell hierzu ein Video zu diesen Matratzen und Untergestellen von Schlaraffia. Sehr schön zu sehen hier auf der rechten Seite diese blaue Nachtbeleuchtung, wobei wir die als Nachtbeleuchtung schon sehr hell finden. Im Hintergrund sehen wir die Beleuchtung, die jetzt an den Oberschränken angebracht ist. Wir haben nicht nur vorn einen Fernseher, sondern auch hinten im Schlafbereich einen Fernseher uns angebracht durch Twin LEB Sat-Anlage. Kommen wir später nochmal hinzu. Die LED-Beleuchtung, wie man es hier nochmal sieht, die Nachtbeleuchtung und diese indirekte Beleuchtung an den oberen Kanten, wie man hier sieht, führt sich schön durch, bringt ein sehr schönes Bild. Die Nachtbeleuchtung ganz oben, drunter die direkte Beleuchtung im Schlafbereich und auf der rechten Seite nochmal diese indirekte Beleuchtung. Wobei Mobilwetter die Schalter, wie man hier sieht, sehr unglücklich gelöst hat. Das heißt, die Schalter der indirekten Beleuchtung sind am oberen Rand angebracht. Hier haben wir uns folgende Lösung gedacht. Wir haben hier, wie man sieht, die Schiebetür. Hier kann man den Schlafbereich nochmal zum Raumbad separat schließen und an den Griffen rechts und links sehen wir hier, haben wir uns anbringen lassen, zwei Schalter mit Fernbedienung, die jetzt die Beleuchtung, die Nachtbeleuchtung, die indirekte Beleuchtung und die direkte Beleuchtung im Schlafbereich regulieren. Natürlich kann man das Licht auch hier rechts und links an den Betten nochmal betätigen, sodass man jetzt im Liegen nicht mehr aufstehen muss, um das Licht, Nachtlicht, direkte und indirekte Beleuchtung ein- und auszuschalten. Das war für uns wichtig, weil diese Schalter hier bei Mobilwetter sehr unglücklich, wie gesagt, verbaut wurden. Hier nochmal ein Schalter im oberen Bereich. Ein Schalter für das Nachtlicht, wobei, wie gesagt, wir hier die Taster an den Türen und an den Seiten des Bettes haben. Und natürlich sehr schön und inspirativ, die zwei Leseleuchten separat zu bedienen, rechts und links im Schlafbereich. Nützlich für uns auch das Hubbett im Vorderbereich über den Klappsitzen. Mit entsprechender Beleuchtung, wie man hier sehen kann, und einem kleinen Heki-Fenster. Ein großer Mehrwert bietet für uns der Backofen, wie man hier sehen kann, und der große 150 Liter Kühlschrank mit separatem Tiefkühlfach. Hier hatten wir Probleme, kommen wir später nochmal dazu und erläutern das nochmal im Detail, was wir da mit Tedford und unserem Händler vereinbart haben. Hier möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen das Panel von Mobilwetter. Hier die Anzeige Kühlschrank, Gefrierfach, die Temperaturanzeige. Dann haben wir hier die Kühlung für den Kühlschrank, die Lüfter, das Lüftergehäuse, was jetzt im Außenteil sitzt, einmal manuell und einmal Automatik. Gehen wir noch mal später drauf ein. Hier haben wir die Satelliteneinstellung bzw. die automatische Sat-Anlage. Hier haben wir das Thermostat für die Heizung und hier der Schalter für diese Nachtlichtbeleuchtung oder für das Nachtlicht im Mobilwetterform. Hier haben wir unseren WLAN beziehungsweise unsere Energieecke, WLAN, Uhr. Hier rechts sehen wir die mit dem roten Knopf die Alarmanlage. Für außen gehen wir auch nochmal später drauf ein. Darunter haben wir jetzt unsere Anzeige für den Wechselrichter.
den haben wir hier verbaut. Gehen wir auch noch mal ins Detail ein. Unsere Batterieeffizienz bzw. unser Batteriemanagementsystem wird auch noch mal im Speziell gemacht. Und natürlich das Management der Solaranlagen, die jetzt hier bei unserem Mobilwetter auf dem Dach verbaut sind. Eine Anzeige wird auch noch mal im Detail erklärt. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ein kurzer Einblick, ein kurzer Rundblick, eine kleine Rundschau zu unserem Reisemobil, unserer Yacht, unserer Karjacht, Mobilwetter. Es kommt noch mehr dazu, definitiv. Wir gehen noch mal ins Detail, in Einzelne, was Radio, Navigation betrifft und so, was wir alles angeschnitten haben. Die Geschichte mit Gas ist natürlich ein ganz großer Diskussionsbedarf da, weil da trennen sich und scheiden sich viele Geister. Und natürlich spezielle Sachen, was jetzt die Verarbeitung angeht, Mobilwetter, was kann man machen, was kann man selber tun. Ersatzteile, wo bekomme ich Ersatzteile her, ist ganz wichtig. Habe ich jetzt auch selber erst welche bestellt. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich werde darüber berichten. Dann natürlich die Geschichte jetzt im Innenraum. Was sollte man machen? Was kann man tun mit den Schiebetüren, mit den Schlössern von den Schiebekästen und so vieles mehr. Da gehen wir nochmal ins Detail drauf ein. Natürlich auch die Geschichte mit dem Kühlschrank. Ganz großer Redebedarf. Was tun, wenn der Kühlschrank nicht richtig kühlt? Was tun, wenn der Kühlschrank gar nicht mehr kühlt in allen drei Energiestufen und so weiter? Was mache ich? Wo wende ich mich hin? Wie schnell geht das? Wie schnell kriege ich einen Austausch? Kriege ich eine Gewährleistung etc.? Dann werde ich nochmal berichten über die Geschichte mit Fiat an sich, mit unserem sogenannten Regress oder sagen wir mal Garantiefall, was das nun genau war, werden wir dann nochmal ganz genau ausfechten bzw. ausdiskutieren. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Positive Anregungen bitte unten vermerken. Schreibt rein, ganz rege Diskussion, Kritik, Hinweise, ganz freundlich in die Bewertung unten rein. Bewertet das positiv, das Video, weitere Videos folgen und denkt immer dran, wir sind alle Wohnmobilisten, Reisende, wir sind keine Profis, sondern wir geben unsere Erfahrungen und Anregungen weiter an euch, damit ihr's in Zukunft ganz einfach einfacher habt und unkomplizierter. Ich bedanke mich und wir sehen uns bis bald. Euer Uwe von Wohnmobil, Mobilwetter und Reisen.